Hallo und herzlich willkommen zum August-Quiz des Quiz-Duells 2017. Und hier jetzt nochmal die Regeln. Das Quiz kann nur einmal gespielt werden, ist natürlich logisch. Du trittst gegen andere Spieler aus ganz Deutschland an. Das durchschnittliche Ergebnis Deutschlands ändert sich dementsprechend aller gegebenen Antworten. Ist auch klar, nach dem Quiz siehst du dein Resultat in der Top-Liste. Das Endergebnis wird dann 7.9.2017 veröffentlicht. Okay, beginnen wir. Kann jetzt wieder etwas dauern. Erste Frage: Welche Airline meldete im August Insolvenz an? Das weiß ich, das war Air Berlin. War, glaube ich, auch erst letzte Woche. 90% haben das richtig. Welches Land wurde am 21. August von einer totalen Sonnenfinsternis durchzogen? Das habe ich mitbekommen, das war die USA. War auch erst ein paar Tage her. Welches EU-Land ließ trotz Anordnung eines Abholzungsstopps des Europäischen Gerichtshofs weiterhin Bäume eines Urwalds fällen? Das habe ich nicht mitbekommen. Ich sage einfach mal Dänemark, ist falsch. Polen wäre richtig gewesen. Ja, habe ich nicht mitbekommen, deswegen weiß ich das auch nicht. So, Runde 2. Was ist die Besonderheit des Lieds A.A.A. Very Good Song, das gerade die iTunes-Charts erobert? Die besteht nur aus Vokal A? Ne, Lied ohne Töne. Habe ich auch nicht gewusst. Kein Titel für Deutschland bei der Fußball-EM der Frauen im Sommer. Was passiert in dem Jahr, als dies zuletzt der Fall war? Keine Ahnung. Bill Clinton wird US-Präsident. Stimmt, tatsächlich. Womit sind momentan mehrere Millionen Eier in Deutschland belastet? Fipronil. Geht momentan auch durch die Presse. Bekommt man natürlich auch immer mit. 90% haben das auch gewusst. Und somit habe ich tatsächlich ausgleichen können gegen Deutschland. 4:4 unentschieden. Aber wobei die Frage 2 ziemlich knapp war. Runde 3 im August. Warum wurde die Leiche des Künstlers Salvador Dali exhumiert? Bestimmung der Todesursache wäre logisch. Vaterschaftstest, warum das denn? Also, diesmal kenne ich mich echt nicht so aus. Was entdeckten britische Forscher unter dem Eis der Antarktis? Das vermisste Schiff zwar 1918, oder? Nee. Knapp 100 neue Vulkane. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Der Landtag, welches Bundesland stimmte für die Selbstauflösung? War das nicht Sachsen-Anhalt? Oder Niedersachsen? Also ich habe im August so viele Nachrichten eigentlich nicht mitbekommen. Vor allem Politik kenne ich mich nicht so gut aus. Aber naja, machen wir mal weiter. So, bin ja 4:6 hinten und im Juli-Quiz lief es deutlich besser. Was könnte laut Hirnforscher John Grainer mit Verursacher schwer physischer Erkrankungen wie Depressionen, Panikattacken und Schizophrenie sein? Laktoseintoleranz. Keine Ahnung. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Ohne Zahlung würde die letzte Folge von Game of Thrones vorzeitig online verbreitet werden. Welcher Anbieter wurde es von Hackern erpresst? HBO ist richtig. War nur die zweitmeist angegebene Antwort. Netflix war 43%. Also Deutschland liegt falsch. Und ich konnte wieder aufholen. Wer beendete mit der Leichtathletik-WM in London seine Karriere? Usain Bolt, oder? Ja. 84% haben das auch gewusst. Somit bin ich nur 6:7 hin. Also Deutschland ist auch nicht so stark dieses Mal. Welches Fernbusunternehmen steigt mit der Übernahme von Locomore in den Schienenverkehr ein? Eurolines. Flixbus steigte sich in den Schienenverkehr. Okay.
Welchen Tweet wurde nach den Geschehnissen von Charlottesville so oft im Teil wie kein Tweet zuvor? Der von Barack Obama, oder? Jawohl, die meisten haben Donald Trump gesagt. 57%. Okay, hätte ich nicht gedacht. Welche Stadt belegt den zweiten Rang im diesjährigen Ranking des Wirtschaftsmagazins D? Ja, ich kann nicht lesen. Lebenswertesten Städten der Welt. Also, die Zahl kann ich echt nicht gut lesen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe momentan schon seit 5 Wochen Sommerferien. Eigentlich seit 4 Wochen. Aber da ich ja Abschluss hatte, hatte ich eine Woche länger. Da ist mein Gehirn schon ein bisschen eingerostet. Ich merke es auch gerade hier. Im August-Quiz hier. Chester Bennington von Linkin Park verstarb im Juli. Mit welchem Album der Band gelang, ja, im Jahr 2000, keine Ahnung. Die ARD und Mehmet Scholl haben ihre Zusammenarbeit beendet. Das habe ich mitbekommen. Für welchen Sport war er Experte für den Sender Fußball? Das weiß ich. Aber warum hat die ARD mit Mehmet Scholl die Zusammenarbeit beendet? Das ist die Frage. Das hab ich zwar nur so am Rand mitbekommen, aber ich verstehe den Kunden nicht, warum. Nach welchem Keks wurde die neue Android-Version 8.0 benannt? Ich tippe mal auf Oreo und das ist richtig. 57% haben es auch genommen. Ja, am Ende habe ich 9 Fragen richtig beantwortet, also 50%. Insgesamt, ich hätte es besser machen müssen. Aber, naja. Ich habe immer so einen kleinen Durchhänger irgendwie im Sommer, weil halt keine Schule ist. Das ist schon ein bisschen schade eigentlich. Also ich freue mich schon wieder, wenn Schule ist, aber ich werde auch die Zeit hier in den Ferien auf jeden Fall auch vermissen. Aber ich habe ja noch 2 Wochen Sommerferien, also muss ich mir keinen Kopf drüber machen. Und es werden weiterhin Videos kommen, egal ob jetzt Ferien sind oder Schulzeit. Ich werde es versuchen, jeden Tag ein Video hochzuladen oder auch mal 2 Videos. Also sehen wir uns dann bald wieder. Also bis dann und ciao.